Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Baba kocht. Heute möchte ich euch zeigen, wie wir einen frischen Lammauflauf zubereiten. Für unseren Auflauf benötigen wir einen Lammfond. Ihr könnt auch gerne Kalbs- oder Rinderfond nehmen. Wir benötigen Lammfleisch. Ich habe Lammnacken genommen. Ihr könnt gerne auch aus der Keule nehmen. Aus den Knochen machen wir dann den Fond. Wir brauchen Joghurt, Zwiebeln, Butter, Knoblauch, zwei frische Eier, ein paar Zweige Thymian, Pfeffer und Salz. Das komplette Rezept werde ich für euch in den Informationen und in den Infokarten verlinken. Lasst uns auch direkt mit der Zubereitung starten. Wir geben Butter in den Topf und lassen es schmelzen. Ist die Butter halbwegs geschmolzen, geben wir auch schon das Fleisch hinzu und lassen es goldenbraun anbraten. Wenn das Fleisch Bräune angenommen hat, geben wir Zwiebel und Knoblauch hinzu. Wenn die Zwiebeln glasig sind, geben wir Salz, Pfeffer, drei Zweige Thymian und den Lammfond hinzu. Das Ganze lassen wir jetzt für ca. 20 Minuten lang einkochen, bis der Lammfond komplett reduziert ist. Solange der Lammfond einkocht, kümmern wir uns um den Joghurt. Wir geben den Joghurt in eine Schale. Wir fügen eine Prise Salz und Pfeffer hinzu. Wir schlagen zwei Eier auf und verquirlen es kräftig. Der Aufguss für unser Lammfleisch ist fertig. Diesen packen wir erstmal in den Kühlschrank. Nach 20 Minuten ist unser Lammfleisch so weit eingekocht, dass wir weitermachen können. Als nächstes entfernen wir die Thymianzweige aus dem Topf. Wir sind schon fast fertig. Wir geben unser Lammragout in eine Auflaufform und begießen das mit unserer Joghurtcreme. Unser Auflauf muss nur noch gebacken werden. Dafür heizen wir den Backofen auf 230 Grad vor, bei Ober-Unterhitze oder Umluft, und lassen es für 20 Minuten lang backen. Nach 20 Minuten ist unser leckerer Lammauflauf fertig gebacken. Jeder, der gerne Lammfleisch isst, wird dieses Rezept lieben. Serviert dazu einen frischen Salat, ein leckeres Fladenbrot und natürlich ein paar Ofenkartoffeln. Ich danke vielmals fürs Zuschauen und für eure Geduld. Ich hoffe, wir sehen uns auch das nächste Mal wieder mit einem neuen Rezept. Alles Gute, ciao mit V, euer Wawa.